Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Gamer-PC bzw. ganz allgemein einen PC richtig einrichtet. Ein besonderer Fokus liegt hierbei bei der Konfiguration des UEFIs, der korrekten Windows-Installation und der Einbindung der Treiber. Bevor ihr mit dem eigentlichen Einrichtungsprozess beginnt, solltet ihr zunächst erstmal nur die nötigsten Peripheriegeräte anschließen. Zu diesen zählen zum Beispiel Maus, Tastatur, Monitor, Netzwerkkabel als auch das Stromkabel. Zusätzliche Geräte wie zum Beispiel Game-Controller oder Drucker solltet ihr erst nach der eigentlichen Installation anschließen. Und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem der Power-Button gedrückt wurde, erscheint dieses Informationsfenster mit dem Hinweis, dass eine neue CPU installiert wurde. Dieser Hinweis wird mit der F1-Taste bestätigt und somit erscheint das BIOS bzw. neudeutsch auch UEFI genannt. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, könnt ihr diese Voreinstellung nutzen, ansonsten empfiehlt es sich, das Ganze auf Deutsch umzustellen. Bei Asus geht das in diesem Fall hier oben rechts. Im UEFI solltet ihr nun überprüfen, ob die verbaute Hardware auch richtig erkannt wurde, wie zum Beispiel Prozessor, Arbeitsspeicher, als auch Festplatten, Laufwerke oder SSDs. Damit ihr im Nachhinein das Betriebssystem mit der maximalen Geschwindigkeit nutzen könnt, sollte der SATA-Modus auf AHCI stehen. Diese Einstellung befindet sich unter dem Punkt Erweitert SATA-Konfiguration. Mittlerweile ist der AHCI-Modus ab Werk eingestellt, ein kurzer Check schadet aber nicht. Danach könnt ihr euer Bootmedium einstellen, wie zum Beispiel das DVD-Laufwerk oder so wie ich einen USB-Stick für die Windows-Installation. Wie ich diesen USB-Stick mit einem Windows ausgestattet habe, könnt ihr nochmal in einem separaten Video nachschauen, Link dazu in der Videobeschreibung. Dann die Einstellungen mit der F10-Taste speichern und den PC neu starten. Im Anschluss startet nun die Installationsroutine. Die eigentliche Windows-Installation werde ich nicht zeigen, da diese selbsterklärend ist. Einzig der Punkt Auswahl des Speichergerätes führt immer wieder zu Fragen. Bei der Verwendung von einer Festplatte könnt ihr sofort auf Weiter klicken. Solltet ihr allerdings eine SSD für das Betriebssystem und eine Festplatte für Daten und Spiele verwenden, empfiehlt es sich, die HDD vor der Installation abzuklemmen. Ob Datenkabel oder Stromkabel spielt hierbei keine Rolle. Warum das Ganze? Nun, der Windows-Installer ist leider nicht der klügste. Sollte also die HDD hier sichtbar sein, so legt der Installer die 100 MB Partition inklusive den MBR Master Boot Record auf die HDD. Die Folge daraus ist die HDD mal kaputt oder nicht angeschlossen, könnt ihr euer Windows, was auf der SSD liegt, nicht starten. Warum ist das Ganze so? Nun, in dem MBR steht drinne, von wo das Windows gestartet werden muss. Also einfach die HDD abklemmen und gut ist und mit einem Klick auf Weiter das Ganze bestätigen. Und damit melde ich mich zurück auf der bekannten Windows 7 Oberfläche. Anhand der Bildschirmauflösung kann man erkennen, dass noch einige Treiber fehlen. Welche das sind, lässt sich mit Hilfe des Gerätemanagers auslesen. So steht zum Beispiel Ethernet Controller oder auch bekannt unter den Namen Netzwerkcontroller für die LAN-Schnittstelle. PCI Kommunikationscontroller einfach ist eine Komponente der Intel Management Engine, kurz gesagt IME. Die IME ist ein Programm, welches die Aufteilung bei Mehrkernprozessoren steuert in Bezug auf die Prozessorleistung als auch Auslastung. Der SM-Bus-Controller gehört zum Chipset und das unbekannte Gerät kann eigentlich alles sein, daher lässt sich dieser Eintrag nicht genauer definieren. USB-Controller steht hierbei für die USB 3.0 Schnittstellen bzw. dessen Controller. Für die Treiberinstallation solltet ihr nun die Mainboard-CD einlegen oder euch auf einen anderen PC die aktuellsten Treiber kostenlos runterladen. Nachdem die CD eingelegt ist, habt ihr zwei Möglichkeiten, die fehlenden Treiber zu installieren. Entweder über die Asus-Oberfläche oder über den Windows Explorer. Ich bevorzuge letzteres, da diese Installationsweise schneller von der Hand geht, als über die besagte Asus-Oberfläche. Im Ordner Drivers befinden sich die wichtigsten Treiber von Audio bis hin zu den Grafiktreibern. Für eine vollständige und korrekte Installation wird immer die Datei mit dem Namen Setup benötigt. Diese dann mit einem Doppelklick ausführen und einfach den Installationsassistenten folgen. Wenn ihr euch unsicher seid, was ihr machen müsst, lest bitte die Installationsinformationen. Im Audio-Ordner liegt die Setup-Datei im Unterordner Driver. Doppelklick, dem Assistenten folgen und die Installation beenden. Optional könnt ihr nach jeder Installation einen Systemneustart durchführen oder einfach damit warten, bis ihr mehrere Treiber installiert habt. Dann geht es weiter mit dem Chipset. Hier liegt die Setup-Datei etwas versteckt im Unterordner Driver mit dem Unterordner Chipset. Doppelklick, dem Assistenten folgen und die Installation beenden.
Weiter geht es mit dem Ethernet-Controller. Hierfür liegt die Setup-Datei im Ordner LAN, Unterordner Realtek, Windows 7 bzw. Windows 8, je nachdem was ihr verwendet, Doppelklick, dem Assistenten folgen und die Installation beenden. Nun zum PCI-Kommunikationscontroller einfach. Hier liegt die entsprechende Datei im Hauptordner MEI. Doppelklick, dem Assistenten folgen und die Installation beenden. Nachdem nun mehrere Treiber installiert wurden, empfehle ich einen Systemneustart. Zurück im Windows Explorer geht es weiter mit dem USB-Controller. Die entsprechende Setup-Datei liegt im USB 3.0 Hauptordner. Doppelklick, dem Assistenten folgen und wie immer die Installation beenden. Anschließend empfehle ich einen weiteren Systemneustart, um die Installation sicher abzuschließen. Solltet ihr auf genau diesen Neustart verzichten und weitere Treiber installieren, kann es sein, dass nach einem anderen Neustart alle USB-Schnittstellen nicht mehr funktionieren aufgrund einer fehlerhaften USB 3.0 Treiberinstallation. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder das Windows komplett neu installieren oder die Treiber irgendwie zu löschen. Ach ja, der abgesicherte Modus ist hierbei nicht besonders hilfreich. Nachdem nun einige Setup-Dateien ausgeführt wurden, werfen wir doch mal einen Blick in den Gerätemanager. Und wer hätte es gedacht, alle Treiber sind installiert und das System ist nun einsatzbereit. Naja, eigentlich nur fast. An der Bildschirmauflösung hat sich immer noch nichts geändert und dieses Problem lösen wir mit der Installation der Grafiktreiber. Da wir in diesem System eine dedizierte Grafikkarte haben, sollten wir also auch die Treiber-CD nutzen, die der Grafikkarte beiliegt, oder die neuesten Treiber von der Herstellerseite kostenlos runterladen. Für diese Testinstallation reicht jedoch die Treiberversion auf der CD vollkommen aus. Nachdem die CD eingelegt ist, öffnet sich dieses Fenster, indem wir auf Launch.exe ausführen klicken. Hiernach öffnet sich ein weiteres Fenster und hier klicken wir ebenfalls auf Video, einfache Installierung und folgen wie immer dem Assistenten. Anschließend die Installation mit einem Neustart abschließen. Und nun ist der gesamte PC mit den wichtigsten und optimalsten Treibern ausgestattet und bereit für den aktiven Einsatz. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich wie immer über ein Like und ein Abo von dir freuen. Wenn es Fragen oder ähnliches gibt, einfach unter dieses Video posten oder im besten Fall das Kontaktformular auf meiner Website nutzen. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, haut rein!